In der letzten Juliwoche war es soweit. Der neu gebaute Metal Markt im Teutenwinkler Einkaufszentrum öffnete seine Pforten. Früh um 8 ging's los. Viele Teutenwinkler waren gekommen, um sich die Schnäppchen bei der Eröffnung nicht entgehen zu lassen. Mit dabei war auch der Geschäftsführer der Nettomärkte für Deutschland und auch unser Oberbürgermeister Roland Medling ließ es sich nicht nehmen, der Eröffnung des Nettomarktes beizuwohnen. Punkt 8 Uhr war es dann soweit, der Markt öffnete seine Türen und die Teutenwinkler strömten in die neue Filiale. Begrüßt wurden sie mit einer schönen gelben Rose. Der Teutenwinkler Augenzeuge unterhielt sich mit Herrn Berg, dem Geschäftsführer von Netto Deutschland. Hallo Herr Berg, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich in Teutenwinkel. Was machen Sie heute hier? Ja, schönen guten Morgen, Herr Anders. Ich bin hier zur Neueröffnung von unserem Markt, auf den wir besonders stolz sind, weil das ein Markt ist, der sehr schöne Voraussetzungen hat für uns. Ne? Sie hatten ja schon einen Markt in Teutenwinkel, der ist jetzt geschlossen und Sie haben neu gebaut. Warum haben Sie sich so groß erweitert? Letztendlich brauchen wir mehr Verkaufsfläche für unsere Konzepte und um uns besser darstellen zu können vor unserem Kunden. Und da waren die Begebenheiten im alten Markt nicht möglich. Und hier haben wir die Fläche, hier haben wir einen modernen Bau hinstellen können und wir haben auch sehr viele Parkplätze für unsere Kunden, die wir den Kunden bereitstellen können. Ja. Also wollen Sie Kunden aus dem Stadtteil haben, möchten aber auch, dass Leute, die so vorbeifahren, dann auch die Möglichkeit zum Einkaufen hier nutzen? Ja klar, ich meine, hier vorne gibt es ja Leute, die uns fußläufig erreichen können, aber über die Straße vorne gibt es auch Kunden, die im Auto kommen. Und letztendlich, wie gesagt, hier können wir unsere Konzepte umsetzen. Also hauptsächlich, weil hier in dem Bereich haben wir frische Erweiterungen, was wir im letzten Jahr in allen unseren Märkten in Deutschland vollzogen haben. Und hier sehen wir es nochmal umgesetzt. Und unsere regionalen Ansätze und unsere Aktionsanteile, die wir darstellen wollen, können wir hier in dem Markt sehr gut dem Kunden rüberbringen. Ja. Also das zum Gesamtkonzept, vielleicht sagen Sie uns auch noch, wie viele Märkte hat Netto insgesamt jetzt hauptsächlich in Ostdeutschland, glaube ich? Wir sind hauptsächlich in Ostdeutschland, wir haben 349 Märkte und hier in Rostock sind es 14, im Rostocker Umland sind es 5. Ja, ich wünsche Ihrem Unternehmen alles Gute. Wir wissen ja auch, dass Sie hier in Rostock weitermachen. Ich weiß, dass in Dirko drüben auch gerade Umbaumaßnahmen sind und ja, viel Erfolg dem Unternehmen und gute Geschäfte hier im Stadtteil. Ja. Dann vielen Dank und vielen Dank auch für die Gelegenheit, die Teutenwinkler hier begrüßen zu dürfen. Ne? Na, das machen wir doch gerne, liebe Zuschauer. Ne? Und geht her einkaufen. Greifen Sie ganz einfach mal zu. Das sind Pommernlandprodukte aus Sterfenhagen. Ein Berner Würstchen mit Käse. Dann haben wir diese anderen Würstchen und vor allen Dingen unsere Bratwurst. Mit neuem Etikett, mit neuem Outfit. Ja, für viele noch ungewohnt, aber das ist die Strategie jetzt von Netto. Guten Appetit. Ja, moin schön. Guten Morgen. Ich sehe auch hier so Blumen und schon ein bisschen Einkäufe. Wie sieht's aus hier? Gefällt es dir? Gut. Breite Gänge für Rollstühle, das Kinderwagen. Das finde ich in Ordnung. Mhm. Sehr sauber, sehr ordentlich, alles sehr nett, frisch. Jo. Ich freue mich. Ein bisschen näher auch dran zum Einkommen, ne? Ja, eigentlich ja. Ja, freut mich, wirklich ganz toll geworden. Breiter, größer. Mhm. Mehr die Frische oder was interessiert so mehr? Die Frische und das Angebot eigentlich. Alles. Gut, na dann. Getränke. Dann noch viel Spaß beim Einkaufen. Danke, euch auch. Ja, liebe Zuschauer, jetzt sind wir bei Herrn Hauptvogel. Das ist der neue Marktleiter hier. Herzlich willkommen in Teutenwinkel. Vielen Dank. Mit viel Lampenfieber sozusagen in die Aufgabe rein oder ja. Ganz ruhig? Nee, doch, mit ein bisschen Lampenfieber schon dabei, aber das wird schon alles. Wie lange haben Sie jetzt hier sozusagen rotiert die letzten Tage, um das alles vorzubereiten? 2 Wochen, 3 Wochen? Also wir direkt jetzt 1 Woche. Sind letzte Woche Mittwoch hier rein und haben dann alles aufgebaut. Und vorher waren natürlich die Handwerker und das Aufbauteam da. Gut, wie viele Mitarbeiter werden Sie hier haben? 8 bis 9 werden wir ungefähr haben. Und dann werden wir schon versuchen, das
Ding zur Schau gehen hier, sagen wir mal. Ja, ich denke mal, ist ja eine eingeführte Marke und Sie sollten da auch keine Sorgen haben. Der Markt ist schön groß, auch übersichtlich. Ich glaube, die Arbeitsbedingungen sind auch ganz gut. Optimal sind die Arbeitsbedingungen. Der Markt ist super geworden. Also groß, breite Gänge, viel Platz für Ware. Also liebe Teutenwinkler, Herr Hauptvogel und sein Team stehen für Sie bereit. Kommt her, geht einkaufen und sorgt dafür, dass der Markt auch lange, lange bei uns bleibt jetzt. Zum Markt gehört auch noch ein Backshop vom Lila Bäcker mit einem dazugehörigen kleinen Café, wo man sich dann auch in gemütlicher Runde ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee schmecken lassen kann. Am 1. August gab es mal wieder eine Ausstellungseröffnung im Ortsamt. Und zwar dieses Mal durch den Teutenwinkler-Fotografen Wolfram Linksminat. Am 1. August wurde seine Fotoausstellung eröffnet, eingeleitet durch eine musikalische Umrahmung durch Susi, Laura und Clara Pichelek. Unser Ortsamt in der Nehrustraße 33 ist, wie viele Zuschauer wissen, inzwischen auch neben der Anlaufstelle für Behördengänge für die Einwohner unseres Stadtteils auch zu einer beliebten Adresse für Kunst und Kultur geworden. Ja, Herr Linksminat, ich habe mir die Bilder ein bisschen angeschaut. Das sind ja hauptsächlich Motive aus dem Rostocker Nordosten. Gehen Sie jetzt bewusst irgendwo hin und sagen, an der Stelle will ich jetzt Fotos machen, oder nehmen Sie ein Apparat mit, gehen in die Natur und wenn es so kommt, dann kommt ein schönes Motiv. Wie gehen Sie vor, wenn Sie fotografieren? Ja, ich nehme schon den Apparat einfach erstmal so mit und dann guckt man sich die an, die Wetterlage und so. Ne? Das ist ja immer entscheidend, wie die Wetterlage so ist. Sonne, also das Licht ist ja ein wesentlicher Teil bei der Fotografie. Ne? Haben Sie denn außer Rostocker Nordosten noch so eine Lieblingsecke, wo Sie gerne fotografieren? Ja, eigentlich bin ich ja hier Teutenwinkler und in Teutenwinkel selbst fotografiere ich. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Wanderer und da gibt es schöne Ecken hier in Rostock. Also auch in der Stadt direkt bin ich schon unterwegs gewesen. Die Stadtmauer, Kloster zum Heiligen Kreuz zum Beispiel, Altstadt, alles sowas, da bin ich dann in Rostock schon unterwegs, ja. Mhm. Gut, also wir haben jetzt diese Ausstellung, dann sind wieder andere dran, aber ich denke mir, dass wir auch in der Folgezeit nochmal Bilder von Ihnen sehen können. Haben Sie da eine Idee, was Sie uns dann präsentieren wollen? Ja, ich hatte ja, bevor die Ausstellung hier durchgeführt wurde, ist meine Idee gewesen, eine Ausstellung über England, englische Landschaft und Gärten, wollte ich eigentlich ursprünglich machen. Aus dem Gespräch heraus ist jetzt diese Ausstellung geworden. Und ich denke mal, wenn es irgendwie mal klappen sollte, vielleicht wird es mal was, dass ich dann über dieses Thema dann auch zeigen werde. Ja, das machen wir doch garantiert irgendwann nächstes Jahr. Liebe Zuschauer, also jetzt hängen die Bilder aus dem Rostocker Nordosten, Gelsdorf, immer am Warneufer ein bisschen entlang. Solche Sachen. Kommen Sie her zu den Öffnungszeiten des Ortsamtes, schauen Sie sich das an. Und ja, Herr Linksminats Fotos werden uns sicher noch in der Folgezeit dann auch ab und zu über den Weg laufen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Fotografieren und eine gute Zusammenarbeit auch weiterhin. Vielen Dank. Der 5. August wird für viele, besonders kleine Teutenwinkler, lange in Erinnerung bleiben. An diesem Tag war es soweit, die neu gebaute Kita Lebensbaum wurde eröffnet. Errichtet wurde diese neue Kindertagesstätte durch den Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes, natürlich unterstützt auch durch Mittel der Hansestadt Rostock. Zur Eröffnungsveranstaltung hatte der DRK Kreisverband Rostock ganz herzlich viele, viele Gäste eingeladen, die durch den Vorstandsvorsitzenden, Herrn Jürgen Richter, recht herzlich begrüßt wurden. Unser Präsidenten vom Roten Kreuz, meinen Vorstandskollegen, Herrn Hornung, alle Führungskräfte. Ein Rosenstock, der bitte in den Außenbereich kommt, weil da gehört er hin. Und der von der Sorte Hansestadt Rostock ist.
Einige der Gäste hatten passend zum Namen der Einrichtung Lebensbaum, Bäume oder, wie der Senator Bockhahn, Rosen mitgebracht, die sogleich im Freigelände eingepflanzt wurden. Herr Bockhahn, Sie sind heute hier, waren schon zur Grundsteinlegung hier und heute diese wunderschöne Eröffnung. Nun will ich Sie natürlich auch noch ein paar Worte fragen. Wie ist das so, wenn man das so beobachtet, die ganze Zeit jetzt hier, wie das wächst und gedeiht und in unserem Stadtteil Teutenwinkel freuen wir uns natürlich besonders zu so einem Schmuckstück. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was ich besonders beeindruckend finde, ist, wir haben den Grundstein im strömenden Regen legen dürfen müssen und heute... Wir sind von Sonnenschein noch ein Stück entfernt, aber es ist erheblich besser. Das ist schon mal, also ein Fortschritt ist erkennbar und ich glaube, das kann man auf Teutenwinkel ganz gut übertragen. Also wir haben zum einen hier direkt in der Nachbarschaft letztes Jahr gerade das neue Stadtteil- und Begegnungszentrum eröffnet. Wir haben Schulen saniert, wir haben Kitas saniert und wir haben jetzt auch noch eine neue Kita dabei. Das ist eine erfreuliche Sache. Wir haben schon angekündigt oder angedroht, das kann man sehen, wie man möchte, dass in den kommenden Jahren die Sporthallen insbesondere auch hier im Stadtteil saniert und ertüchtigt werden. Mhm. Das heißt, wir machen eine ganze Menge. Mhm. Das hat der Stadtteil auch verdient und ich freue mich, dass wir heute wieder einen so erfreulichen Tag haben, wo wir eine hübsche neue Kita eröffnen können, die auch Standards setzt und zwar hohe Standards. Und das erfreut natürlich den Jugendsenator dann umso mehr. Das hat unsere rasende Reporterin natürlich auch begleitet und mit ihren fachmännischen Hinweisen dafür gesorgt, dass die Bäumchen auch wirklich gut anwachsen werden. Frau Blümel, wir stehen hier gequetscht an die Häuserwand, weil vor uns ein Geschenk eingepflanzt wird. Wo haben Sie diesen schönen Baum her? Von der Firma Matrix, die unsere Einrichtung ja architektonisch begleitet hat. Die haben uns heute einen wunderbaren Pfirsichbaum gesponsert. Gut, da können die Kinder ja direkt vom Baum naschen nachher, ne? Ja, das wäre schön, wenn die zu sich kommen, ne? Davon mal abgesehen. Ja, 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 wenn sie noch so lange hängen, bis sie reif sind, sagen wir es mal so, ne? Genau. Frau Blümel, was ist das heute für ein Tag für Sie, die Eröffnung der Kita? Dieser Tag, der ist einfach ehrwürdig. Also ich kann es gar nicht beschreiben, welcher Situation ich mich hier heute befinde. Ja, auf dass er gut kommt. Ja, 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 ja. Die Ehrenamtler, ne? Wie immer, ne? Ja, ja, danke schön. Sie können gleich noch einen bringen, das reicht noch nicht. Jetzt wieder ein bisschen Erde. Ne? Also wir, ja, bitteschön, bitteschön. Herr Bockhahn betätigt sich hier auch. Sie als Nichtgärtner kriegen das ganz gut in den Griff, ne? Oder? Ja, weil wir als Frauen daneben stehen und aufpassen, ist ja logisch. Ne? Genau. Zum einen und zum anderen, meine Eltern haben einen. Ah, ja, 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 ja. Werde ich dafür niedere Tätigkeiten mit eingespannt. Ja. Ich möchte sagen, alle sollen sich ganz, ganz, ganz wohlfühlen, die in unserer Einrichtung sind. Wir möchten viele neue Eltern begrüßen. Wir möchten gerne mit dem Stadtteil- und Begegnungszentrum ganz eng zusammenarbeiten, eine Effizienz herausarbeiten, so wie damals. Ja, ja, genau. Genau. Mhm. Es gehört irgendwie zusammen. Es gehört zusammen, das denke ich auch. Mhm. Nun haben wir es geschafft, der Baum steht. Genau. Ich hoffe, die Hanglage macht ihm nichts aus. Ich hoffe das auch. Ja. Die leichte Hanglage. Sie haben Steine werden gleich rausgesammelt, ne? Nicht, dass sie nachher im Rasenmäher landen oder bei den Kindern am Kopf. Zum August in diesem Jahr gehörte natürlich auch der Wahlkampf in Vorbereitung auf die Landtagswahlen am 4. September. Kandidaten waren aktiv im Stadtteil, ließen sich zu den verschiedensten Veranstaltungen sehen und es gehörte auch dazu, dass der Ministerpräsident unseres Landes, Erwin Sellering, wieder mal nach Teutenwinkel kam. Dieses Mal ins Twinkelhus, wo er mit einigen Wählern ins Gespräch kam, Fragen beantwortete und zu den verschiedensten Themen mit den Bürgern diskutierte. Demokratie ist schwierig. Schwierig, Entscheidungen zu treffen, hinter denen man verantwortlich stehen kann und wo ich nicht den Willen von Menschen einfach zur Seite schiebe. Aber wir kommen manchmal an Punkte, wo die Entscheidung nicht 100-0 ist, ja, sondern es sind manchmal 80% der Mehrheit, die sagen, so das wollen wir in unserer Interesse. Dann ist meine wichtige Aufgabe als Ministerpräsident dafür zu sorgen, dass diese 20% nicht das Gefühl haben, sie werden zur Seite geschoben. Aber es geht auch nicht, dass diese 20% bestimmen, was die 100 wollen.
Das ist die ganze Schwierigkeit und die ist schwierig. Und die Parteien sollen das vorsortieren. Die sollen diesen Diskussionsprozess vorsortieren. In Deutschland sind die sehr stark geworden. Und ich verstehe jede Kritik, die sagt, da müssen wir immer mal genau hingucken. Und ich finde auch, dass man, wenn man Politik macht, viel Selbstkritik üben soll und sich immer wieder in Frage stellen und sagen, Mensch, ist das so richtig? Ist das so richtig? Höre ich genug auf die Leute? Deshalb ist Wahlkampf wichtig. Wahlkampf ist wichtig, weil ich einen direkten Kontakt habe und sie mir sagen können, du bist voll doof. In der letzten Ausgabe des Augenzeugen hatten wir ja über die Eröffnung des Spielplatzes im Wäldchen berichtet. Wie Sie sehen, ist dieser Spielplatz gut genutzt, wird gut angenommen, sowohl durch junge Familien als auch durch Jugendliche. Leider gibt es auch dort Vandalismus und die Ordnung lässt zu wünschen übrig, aber dort wird Abhilfe geschaffen, durch das Umweltamt werden dort noch zusätzliche Papierkörbe aufgestellt. Bedroht wird der Platz aber nicht nur durch Zweibeiner, die ein bisschen Randale machen, sondern das Amt für Stadtgrün hat darauf aufmerksam gemacht und wir haben uns die Stelle auch angesehen. Nur 50 Meter weg sind die Wildschweine kräftig dabei, das Gras zu durchwühlen. Und wir haben jetzt Sommer. Die Gefahr besteht natürlich, dass im Winter die Wildschweine sich dann auch über den Platz am Wäldchen hermachen. Also, liebe Jäger, helft dem Stadtteil, sorgt dafür, dass nicht so viele Wildschweine da waren. Ein neuer Spielplatz ist in den letzten Tagen noch dazugekommen. Im vergangenen Jahr landete die Umgestaltung dieses Spielplatzes auf Platz 1 bei den Bürgerprojekten. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil die Spielgeräte ja erst bestellt werden mussten. Aber jetzt ist auch dieser Platz frei. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe des Teichs am Friedensforum. Und wie Sie sehen, sind die Kinder schon fleißig dabei, die Spielgeräte zu nutzen. Eine Premiere gab es dieses Jahr mit der Inklusionsfahrt von Kindern aus der Alten Schmiede gemeinsam mit Bewohnern der Wohnstätte der Lebenshilfe im Mühlrückeweg. Gemeinsam fuhr man nach Markgrafenheide, um eine schöne Ferienwoche zu erleben. Unterstützt wurde das Ganze durch Mittel der Stadtwerke, die im vergangenen Jahr bei dem Glühweinverkauf während der Lichtwoche die Einnahmen auf Vereine aufteilten. Ein Teil davon erhielten auch unsere beiden Vereine, die mit dem Geld die Fahrt gestalten konnten. Der FSV Nordost beteiligte sich am Wettbewerb der Ostseesparkasse und der NNN um einen neuen Vereinsbus. Natürlich halfen wir dabei, das Team des Augenzeugen und junge Sportler aus dem FSV gestalteten gemeinsam einen kleinen Film als Bewerbung. Diesen Film zeigen wir Ihnen hier jetzt. Mensch, wo bleiben die denn? Ah, da kommen sie. So Jungs, heute haben wir wieder Treff zum Auswärtsspiel nach Dummelsdorf. Wie ihr wisst, haben wir immer noch keinen Bus, das heißt, wir müssen wieder mit Fahrrad fahren. Oh, schon wieder. Ja, da kommen kaputt zu jedem Spiel an, das geht nicht. Ja, das ist auch nicht mehr das Fahrrad. Brauchen wir gar nicht erst antreten. Ja. Wenn wir dann wieder sind. Können wir gleich wieder aufgeben. Leider sind die Umstände so. Der Kleine hat jetzt ausgedribbelt hat. Mann, was machst du denn? Das war dein Gegenspieler. Oh Mann, die fünfte Bude. Was machen die anderen denn? Ah, sorry Mann, ich kann auch nichts dafür mit diesem Fahrrad fahren. Ich bin total K.O., Junge. Ja, ja, gewonnen! Gib die Fahrradfahrer! Ja.
3 tolle Tage gibt es wieder vom 9. bis zum 11. September auf der Mühlenwiese an der Hinrichsdorfer Straße. Nun schon zum 12. Mal laden wir recht herzlich zum Mühlenfest ein. Das Programm beginnt am Freitag mit einem Seniorennachmittag, der durch den Kuchenbazar der Viro seinen Höhepunkt erhalten wird. Dort treten Tanzgruppen und Chöre auf. Abends gibt es dann eine richtig tolle Eröffnungsparty mit der Foolproof Band, die erst bei der Hansesehl das Rostocker Publikum total begeisterte. Am Samstag lädt dann der Tag der Vereine ein. Abends gibt es die Liveband Auszeit und natürlich gegen 22.30 Uhr wieder das traditionelle Feuerwerk zum Mühlenfest. Der Sonntagvormittag beginnt geruhsam mit dem Gottesdienst, diesmal durch die Diakonas-Lüther-Gemeinde. Nachmittags geht es dann rund um die Familie. Wir haben die Perlen aus Groß-Klein zu Gast. Frau Puppendoktor Pille, vielen Bekannten aus dem DDR-Fernsehen, wird auf der Bühne für die Kinder da sein. Und wir werden zum Schluss dann gegen 16 Uhr wieder den Mühlenlauf haben. Unser Dank gilt jetzt schon allen Unterstützern und Sponsoren, die dieses Mühlenfest wieder möglich gemacht haben. Viel Spaß allen Teutenwinklern und Diakonen beim 12. Mühlenfest.